Ralf auf 8. Sie sind zu hektisch. Consuela müde. Consuela schwindelig. Consuela Pause machen. Das war anscheinend ein missglückter Versuch eines verrückten Mediziners, der sich am Programmieren Artificial Intelligence gesucht hat. Muss in Zeitung. Also langsam hört es aber auch auf hier. Also langsam reicht mir das aber auch hier wirklich mit dieser ganzen Scheiße, die abgeht. Consuela, ich hab dir das doch schon mal gesagt. Ich hab dich eingestellt, um zu putzen. Nicht, dass du hier Fernsehen glotzt. Ja, jetzt nun nimm dein Instrument und dann eile los. Putz die Steingipsbalustraden vor den Weitblickpanoramen. Die können nämlich noch etwas Feinschliff vertragen. Blödes Kokonier! Scheiß-Kokonier! Ach, es ist ja schon wieder Zeit für meine 19-Uhr-Zigarre. Frederik. Oh ja. Frederik, wo steckst du denn schon wieder? Holy fuck, ist Wilton. Hör mal zu, du verdammter Butler. Du sagst dem Kollegen, er hat 24 Stunden Zeit, dieses Album zu veröffentlichen. Sag es in diese Kamera, ansonsten schneiden wir dir die Hände ab. Hohoho, na dann sag ich das wohl mal. Drücken Sie den Rekordknopf. Auf geht's. Sag mir nicht, was ich zu tun hab, du dämlicher Butler. Läuft? Ja, los, ich hab Rekord gedrückt. Hallo, Herr Boss. Kennst dich schon doof, du Grenzerbacke. Hallo, Herr Boss. Ich bin's, Frederik. Diese Herrschaften hier, zugegebenermaßen etwas klein geraten, haben mich entführt, damit sie ein neues Rap-Album produzieren. Sie haben 24 Stunden Zeit, ansonsten hackt man mir die Hände ab. Und dann kann ich ihnen nie wieder eine Zigarre anzünden. Tschüss! War ich gut? Was, Scheiße? Verdammt! Wir müssen meinen Butler befreien. Butler befreien. Wo ist er denn? Ja, wer soll mir denn sonst meine Zigarre anzünden? Aber da merkt man auch mal wirklich, wie man doch manchmal doch von Leuten abhängig ist, ne? Wir müssen den Butler befreien. Steht keiner. Steht keiner da. Es steht keiner da. Ist doch super lecker. Mahlzeit, Boss. General, Sie haben doch bestimmt wieder einen Ihrer Pläne da. Ich werde bestimmt den Strolchen kein Tape abliefern. Nun zeigen Sie schon. Boss, ich dachte schon, Sie fragen nie. Obacht, Freunde. Ich werde euch nun den Plan zur Befreiung des Butlers erzählen. Ich konnte den Butler mittlerweile durch einen implantierten Mikrochip ausfindig machen und ich habe die Koordinaten an euer Navi geschickt. In meiner ganzen Karriere als General habe ich keinen besseren Plan hinbekommen. Wenn wir uns nicht an den Plan halten, müssen wir mit ganz hohen Verlusten rechnen. Menschen könnten Gliedmassen verlieren, unfruchtbar werden, anfangen, Helene Fischer zu hören! Sir. Die wurde doch 2014 schon weggewichst, Sir! Ruhe! Seid ihr bereit, den Plan zu hören? Na, du langweilst mich. Was ist jetzt mit dem Plan? Hast du jetzt den Plan da? Also. Ich schicke Junkies von der Straße weg wie Ausfahrtsschilder, schicke sie als Auftragskiller in seine Bausparvilla, bis er dann lautstark... Na ja, komm, passt dann so. Dann machen wir das so. Und wisst ihr was, Freunde? Da lässt der Boss sich diesmal aber nicht mehr lumpen. Ja, da lässt er sich doch nicht die Butter vom Brot nehmen. Ja, da zieht er selber nochmal mit in den Krieg. Es geht schließlich um seinen Butler. Ja, was steht hier noch so rum? Was steht hier noch rum? Los! Ja, guten Morgen, Freunde. Auf, Butler befreien. Ja, hier du auch. Oui. Verdammt. Nie kann ich meine Pläne zu Ende erzählen. Ja.
durch. Und um die Ecken schauen nicht vergessen. Ich kann sie schon sehen. Da vorne sind sie, die Frederik, Schweine. Frederik, Mikrochip. Lokalisiert. Langsam. Ihr Ziel befindet sich in 30 Metern auf der linken Seite. Da. Der Butler ist ganz in der Nähe. Frederik, bist du irgendwo hier? Frederik! Frederik! Bist du das auch? Frederik! Wo steckst du? Frederik! Sicher höre ich das auch, super. Aber das ist nichts. Wir müssen uns um nichts kümmern. Wir haben eine stabile Wache. Frederik! Wo steckst du? Psst! Sonst hören uns die Ninjas! Die Ninja. Verdammt, bist du aufgeflogen! Jetzt! Hindernis voraus! Verflucht ins Unkraut! Da ist nichts. Die Wache steht vor der Tür, hab ich doch gesagt. Rein in die Masse. Am Drippen, der Junge. Ruf schon mal einen in die Feuerwehr. Boss, laut GPS befindet sich Frederik in diesem Gebäude. Frederik, Mikrochip lokalisiert. Netzwerkstörung. Ah, verdammt, kein Empfang hier. Da lang. Scheiße! Go! Ich kann den Führer schon riechen! Hör mal, bist du sicher, dass wir nicht nachschauen sollten? Wie oft noch, Link? Wir haben draußen gute Leute, die uns beschützen. Das sind die stabilsten Männer. Boss, pass dich auf! Lassen. Sir, in unseren Herzen leben Sie weiter, Sir! Kann mir endlich auch mal die Frau wieder werden? Bringen Sie dieses zuhalte Tape 5 raus. Alles gut, Boss. War nur ein Kratzer. Damals in Vietnam war das viel schlimmer. Da habe ich einen Barter verloren. So, ich gehe jetzt meinen Butler befreien. Wir halten hier die Stellung. Sauber, Jungs! Say hello to my little friend! Also zum letzten Mal, wir müssen uns definitiv treffen. Holy shit! Ey. Scheiße, wir haben Stromausfall! Black Everything, oder was, ihr Modepüppchen? Yeah!
Du machst ja hier gar nichts. Was? Was hast du hier verloren? Ich bin ein großer Fan. Kann ich? Und ein Foto machen vielleicht. Wirklich? Ja, komm. Mach mal schnell. Ja? Juhu! Ja! Super! Okay. Ciao. Dankeschön. Ich muss noch meinen Butler suchen gehen. Frederik, wo steckst du? Ich muss vielleicht auch einfach lauter rufen. Frederik! Frederik! Halte die Stimme, Jungs! Während der Boss den Butler sucht! Weiter, Jungs! Frederik! Frederik! Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Hier muss Frederik sein. Wo ist denn dein Siegerlächeln hin? Du bist deinen Prinzipien nicht treu geblieben. Du musst noch einmal das Game revolutionieren. Es gibt keinen Rap mehr von mir. Du redest so, als hättest du eine Wahl. So, ab jetzt hast du nur noch eine Persönlichkeit. Was haben Sie es vor? Jetzt geht's ins Studio. Früher ein Niemand, jetzt müssen Sie den Weg für den Monarch freimachen und mein Weg verläuft gerade.
Und noch immer wollen die Neider, Kollege Toastin. Doch kommen die von allen Seiten, führt der einzige Weg nach oben. Ich schuf aus einer simplen Idee und dem Drang nach Erfolg. Ein riesiges Deutschrap-Imperium samt Platten aus Gold. Brachte den freshesten Style, die heftigsten Lines. Was soll diese Götzendienerei? Salutiert! Liebes deutsche Volk, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer aus aller Welt. Lange haben Menschen auf aller Welt Hunger gelitten, haben ihre Jobs verloren, sind erkrankt und sind ins Chaos gestürzt. Familien wurden zerstört und es sind auch Bomben gefallen. Das alles hat mich bei meiner Entscheidung, die ich Ihnen heute mitteile, nicht beeinflusst. Was mich dagegen beeinflusst hat, war, mir ist aufgefallen, dass ich da, wenn ich in mein Schloss fahre, und das ist eine relativ weite Strecke vom Tor, erst an den Labyrinthhängen vorbei, dann kommt der große Springbrunnen, dann kommt der Schwanensee. Du bist eine Stunde locker unterwegs. So. Und dann habe ich gemerkt, da habe ich nichts zum Hören im Auto. So. Was hat der Boss gemacht? Er guckt in Spotify rein, aktuelle Playlisten. Es war kaum auszuhalten. Deswegen hat er gesagt, so macht er das, damit er selbst für die Fahrt von seinem Schlosstor bis zur Pforte dann eben auch vernünftige musikalische Untermalung bei diesem epischen Ritt haben möge. Das war also der Grund, warum ich heute, ja, ich kann es heute sagen, ich kann es heute offiziell machen. Liebe Zuschauer in aller Welt, ich darf Ihnen hiermit verkünden, hochoffiziell, ja, es kommt raus. ZDF kommt raus. Frederik, oh ja. Frederik, irgendwie schaust du heute anders aus. Ah ja, ich weiß es. Die Fliege, die ist neu, richtig? Schön, dass es Ihnen aufgefallen ist, Boss. Und das, liebe Freunde, war die Geschichte hinter der Entstehung des ZHT5. Doch wer nun denkt, dass die Geschichte des absoluten Überbosses an dieser Stelle auserzählt sei, der hat sich geschnitten wie ein Borderliner. Ha 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 ha!